So, hiermit sind wir zurück in Schweden. Das ist unser Land. Norwegen regieren wir ja in Personalunion und hier ist Frankreich, was ich gerade gesehen habe. Schaut euch das mal an. Also erstmal, hier ist Frankreich, ja, an der nordnördlichen Mittelmeer, also Nordafrika-Küste. Dann ist hier ganz viel Frankreich. Frankreich, Frankreich, Frankreich. Und schaut mal, die Stadt von Amerika, okay. Hudson Bay, okay. Russland, ja gut, aber schaut mal. Hier ist auch Frankreich. Wie ist denn das passiert? Warum ist das so komisch bewölkt? Wahrscheinlich, weil das alles raues Gebiet ist, das man nicht besiedeln kann, oder? Unpassierbar, ja. Okay, das ist alles unpassierbar. Verstehe. Das sind riesengroße Bereiche, die ich, mit denen man hier abdenkt, ne? So, Frankreich hat hier irgendwas übernommen. Ochotsk, Staat in Frankreich, mit Aufruhr. Man kann leider nicht sehen, warum das zu Frankreich gehört, ne? Sterblichkeit. Aha. Ja, ich glaube, man sieht das. Man kann es, glaube ich, nicht ablesen. Also vielleicht, wenn ich das alles durchlese, aber da habe ich jetzt keine Lust dazu. Dann würde man vielleicht irgendeinen Hinweis hinbekommen. Aber ich denke mal, Frankreich hat hier einen Krieg geführt gegen Russland. Kann das sein? Und hat den Krieg gewonnen. Aber warum? Was wollten sie denn da hinten? Was gibt es denn da? Ist da irgendwas Interessantes? Gucken wir mal ganz kurz. Kohle. Da gibt es einen Haufen Kohle. Wahrscheinlich wollten sie Kohle. Könnte ich mir vorstellen. Sie haben auch 6 Häfen gebaut. Wahnsinn. Bisschen übertrieben, ne? Können auch nicht besetzt werden. Ja, weil es viel zu übertrieben ist. Wir machen ein schönes Plus. Ich versuche, hier unter 1 Million Schulden zu kommen. Das ist ein Ziel, das wir vielleicht heute schaffen. Wir versuchen, dieses Gesetz hier zu beschließen. Die Frage ist, macht das so viel Sinn? Mit nur einer Erfolgschance von nur 4,8%. Gehen wir mal kurz hier rein. Dann sehen wir, also 18,2% sind dafür, Industriellen und die Grundbesitzer, und 19,8% sind dagegen, nämlich die Opposition, die Intellektuellen und die Gewerkschafter. Die Gewerkschafter sind sogar stark dagegen. Okay. Vielleicht können wir da was dagegen machen, vielleicht können wir denen ein bisschen mit Druck ein bisschen dagegen arbeiten. Nee, das ist das aktive Gesetz. Okay, das stimmt gar nicht. Gegen die Grundbesitzerwahlen sind nur die Industriellen, dafür sind die Intellektuellen, die Gewerkschafter und die Grundbesitzer. Das heißt, nur die Industriellen sind das Problem und ich glaube, die unterdrücken wir bereits. Nee, die unterdrücken wir tatsächlich nicht. Die sind auch sehr wütend. Oh, die machen auch Steuerhinterziehung, die Fieslinge. Na gut. Wir sehen, dass wir nur 4,8% Erfolgschance haben, gar kein Vorankommenschance. 80% departieren, das bedeutet, dass irgendwas passiert. Je niedriger die Gesamtchance auf Erfolg, Vorankommen und Blockade, desto größer die Chance auf ein Debattieren. Genau. Debattieren bedeutet, dass irgendwie irgendeine Sache passiert. Unter irgendwelchen Komplikationen wird es leiden. Ja, Komplikationen wird es leiden. Da haben wir noch die Blockade. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt irgendwie zu Potte kommen werden. Ich meine, es ist beliebt, aber das Problem ist, dass nur die Grundbesitzer im Prinzip in der Regierung sitzen. Die anderen beiden sitzen nicht in der Regierung. Das sieht man hier in der Regierung. Und deswegen haben wir nur 4,8%, die das unterstützen. Das ist leider so. Deswegen haben wir auch nur einen Erfolg von 4,8%. Na gut, lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Wir haben viel Einfluss. Was können wir mit dem Einfluss anstellen? Handelsverträge schließen, ja. Verteidigungspakt mit Russland kostet uns 300 Einfluss. Das ist natürlich schon viel. Diplomatiespiel beginnt. Wo? Oh nein, Revolution ausmerzen gegen Dänemark. Ich dachte schon, jemand möchte Dänemark erobern. Aber ich glaube einfach nur, Dänemark selber möchte die Revolution ausmerzen, oder? Holstein annektieren. Ach, die Radikalen. Die Radikalen möchten Holstein annektieren. Ja, das sollen sie mal machen. Ich meine, am liebsten hätten wir das natürlich gehabt. Aber sollen sie mal machen. So, hier in Preußen und in Österreich ist immer noch, und in Russland auch. Das ist Russland, glaube ich, oder? Ja, Russland, genau. Der Krieg zwischen Preußen und Österreich scheint vorbei zu sein. Es gab keine großen Landverschiebungen, so wie es ausschaut. Interessanterweise. Revolution aufhalten müssen wir eigentlich schon geschafft haben, oder? Fortschritt für den Bürgerkrieg ist gleich null. Haben wir das nicht schon geschafft? Ich dachte schon, der Bürgerkrieg hier, der ist verschwunden. Der war hier gestanden. Russland erklärt Neutralität.
Wir können auch mal gucken, was, ob wir hier was machen wollen. Also Schweden. Schweden sind doch wir. Wir neigen in Richtung Dänemark. Wer sagt denn sowas? Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Wir könnten jetzt die Neutralität erklären. Aber wir können für Dänemark mit in den Kampf gehen. Ich glaube, wir halten uns tatsächlich raus. Ich erkläre mal die Neutralität. Und dann können wir irgendwas wollen? Können wir irgendwas fragen? Wir erklären einfach mal die Neutralität. Das passt schon so. Niederlande ist auch neutral, Russland ist auch neutral, französische Interesse an der Nordsee. Handfeuerwaffen sind teuer geworden und Lebensmittel, okay. Und Exportroute für Spirituosen. So, so. Wo muss ich da hin? Hier. Da. Ist das hier das richtig? Nein. Wo ist denn die Kamera? Da, oder? Genau. So, da bin ich wieder. Entschuldigt, ich werde mich öfters mal wegschalten müssen, weil ich muss Nase putzen durch die Erkältung. Und das wollte ich nicht sehen. Nein. Gut, Opposition. Aha. Die Kirche ist in der Opposition, das stimmt soweit. Wir können die Intellektuellen natürlich in die Regierung holen, hätten dann die Möglichkeit, hier besser voranzukommen, aber Die Frage ist, finden wir was, was die Kleinbürger gerne mögen? Das wäre ein interessanter Punkt. Finden wir ein Gesetz, das die Kleinbürger haben wollen? Das wäre natürlich wesentlich leichter. Gewählte Verwaltung, ja, dafür brauchen wir aber erstmal Grundbesitzerwahlen. Sonst geht es nicht. Mit Oligarchie geht es nicht. Zensur, ja. Wir versuchen es jetzt einfach mal durchzuziehen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Irgendwo in Mittelamerika. Sehr merkwürdig. So, geldtechnisch schaut schon mal ganz gut aus. Der Fonds ist bei 68.000. Ne, der Fonds ist bei 22.000. Werkzeug auf dem Markt schwedisch ist teuer. Die Handelsrouten haben wir immer noch nicht im Griff. Schwefel und Staat ist immer noch in Aufruhr. Ja, tatsächlich. Norland. Was können wir denn da machen? Die Holzfällerlager laufen nicht gut. Die Viehhöfe laufen nicht gut. Da wollten wir dafür sorgen, dass sie besser mit dem Dünger umgehen können. Ne? Sie haben 1000 Bauern. Das könnten wir vielleicht Qualifikationen. Potenzielle Qualifikationen. Okay. Ja, Lebensmittel sollten wir bauen. Lebensmittelfabriken. Lebensmittelfabriken bauen, da werden die Lebensmittel günstiger, das mögen die Leute, das ist, glaube ich, ganz gut. Russland ist schon fast auf 80. Okay, das ist gut. Da sind wir bei 74, das ist schön. Die Haltung zu uns ist schutzbedürftig. Der Investitionsfonds ist inzwischen bei 33.000. Also hier tut sich bald was. Wie viele Tage sind es denn noch? Ich hatte vorhin so ein ganz anderes Bild. Hier, ja, 24 Tage noch, okay. 23 Tage. Das ist gut. Dann schauen wir, was dann passiert. Ob sich da irgendwas tut, ob wir da irgendeine Chance bekommen, dieses Gesetz durchzubekommen. Algier ist das, was hier zu Frankreich gehört. Interessant. So,
haben die da? Wir können wirklich in das Land reingucken, ne? Wir können alles schauen, was die da bauen, was die da haben. Unbenutztes Ackerland, alles können wir uns angucken. Schauen wir mal hier, unbenutztes Ackerland, 41. Wie haben wir hier? 58. Der Völkerfrühling abgeschlossen. Der Völkerfrühling wurde erfolgreich abgeschlossen. Was auch immer das. Die Revolution wurde besiegt, sehr schön. Die Bemühungen der Anführer der Radikalen in Schweden, um eine liberale Revolution herbeizuführen, wurde von der Obrigkeit unterdrückt. Dies hat ihre Macht zurückerobert und die Radikalen in die Bedeutungslosigkeit gedrängt. Das ist schön. Karl Johan Bernadotte, also unser König, wird mit fester und gerechter Hand regieren. Schweden erhält konterrevolutionäre einfach für 5 Jahre plus 25 Legitimität. Das ist ja wunderbar. Das Volk wird sich nicht von diesen Hetzreden mitreißen lassen. 10% der Pops werden loyalistischer. Okay. Loyalistische Pops wäre natürlich cool. Oder mehr Legitimität. Wir haben schon ziemlich viel Legitimität. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich loyalistische Pops. Im Moment haben wir 111. Was passiert, wenn wir das hier nehmen? Ich bin gespannt. Wie viel kriegen wir da? 215. Sehr schön. Jetzt haben wir es eher wieder ausgeglichen zwischen radikal und loyalistisch. Bedeutet das, dass Norland auch wieder beruhigt ist? Bedeutet das das? Nein, da haben wir immer noch Aufruhr. Interessant. Na gut. 45.000 Investitionsfonds. Ja, ich warte auf jeden Fall, bis wir da 150.000 ungefähr drin haben, bis ich dann anfange zu bauen, weil sonst gehen wir wieder ins Minus und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Politiker ist gestorben, Oppositionsmitglieder bringen Forderungen vor. So, das wird doch jetzt nochmal interessant. Da geht es doch um unser Gesetz, oder? Pragmatischere Mitglieder einer Interessengruppe, nämlich der Gewerkschafter, die der Verabschiedung eines Gesetzes Grundbesitzerwahl derzeit kritisch gegenüberstehen, haben angeboten, ihre Haltung zu ändern. Das hört sich doch schon mal gut an. Sofern man ihnen gewisse politische Zugeständnisse macht. Letztere wären allerdings bei einer anderen Interessengruppe nicht gerade beliebt, bei den Grundbesitzern. Aha. Ein Kompromiss ist ein guter Regenschirm, aber ein schlechtes Dach. Auf kurze Sicht ist es angebracht und parteipolitisch oft sogar weise, einen einzugehen. Bei der Staatsführung ist dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit klug. Lassen wir uns auf Ihre Forderungen ein. Dieses Gesetz muss verabschiedet werden. Plus 15% Erlassungserfolgschance, aber die Grundbesitzer bekommen minus 3. Und der Kompromiss ist ein Werkzeug der Schwachen. Minus 10% Erlassungschance, sind wir auf 0. Und sie bekommen plus 1. Wie viel haben sie denn jetzt gerade, die Grundbesitzer? Plus 13. Ja, wenn die minus 3 bekommen, sind sie immer noch bei plus 10. Das ist doch wunderbar. So machen wir das. Dann sind wir jetzt bei 19,5%. Das schaut doch jetzt schon mal wieder anders aus. Wir haben zwar immer noch 0% vorankommen, leider. Minus 15,8 wegen der Beschlussblockade. Okay. Grunderfolgschance plus 4,5 mal 2 und dann eben nochmal minus 15. Ja, leider. Aber wir haben zumindest fast 20%. Also ein Fünftel Chance, dass wir erfolgreich sind und dann eventuell die Grundbesitzerwahlen einführen. Das bedeutet weniger Autorität. Da müssen wir uns nochmal überlegen, was wir dann machen. Mehr Legitimität oder weniger Legitimität. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Weniger Legitimität, 5 weniger. Hier haben die Aristokraten und die Kapitalisten mehr politische Stärke. Und hier haben die Aristokraten Stimmen, die Kapitalisten Stimmen, die Kleriker Stimmen und die Offizierstimmen mehr Power. Und dadurch entstehen Parteien und das wird auch interessant werden. Das wird interessant werden. So, Kirche, seid unfruchtbar und mehret euch, haben wir bekommen. Und die Industriellen ist nicht randständig. Fertigungssteuereinkommen minus 10%. Naja gut, wir haben immer noch genug Plus. Wir müssen uns noch nicht Sorgen machen. Ein Politiker ist gestorben, welcher denn? Werner Mörner ist gestorben, sehr gut, der war radikal. Der war bei wem war er denn nochmal? Bei den Intellektuellen, ne? Gucken wir uns mal kurz die Intellektuellen an. Wen haben die denn jetzt? Die haben Erika Reuters killed und sie ist Kriegstreiberin. Interessant. Sie mag Masseneinberufung und sie mag koloniale Ausbeutung. Sehr schön. Ich möchte auch gerne eine Kolonie gründen. Das passt doch. Das passt doch. Achso, die Zeit läuft nicht. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Warum geht's nicht weiter? Ich finde das noch ein bisschen suboptimal, dass diese Ereignisse nicht wirklich aufbloppen, sondern dass sie dann nur so am Rand ankommen. Das ist echt nicht optimal. So, da sind die Balten. Okay, ich wollte mal hier ein bisschen die Karten durchklicken.
was wir hier haben. Bruttoinlandsprodukt, was haben wir da? Oh, schaut mal, da ist England natürlich super weit vorne. Aber Svealand steht auch nicht so schlecht da. Kulturenübersicht, aha, schwedisch, klar. Beziehungen. Ja, wir stehen gut da, schaut mal. Wir stehen gut da, das Osmanische Reich, mit denen könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen uns gut stellen. Oder mit Belgien, oder mit Bayern, oder Italien wäre vielleicht auch nicht schlecht. Italien wurde gegründet offensichtlich. Interessant. Das können wir vielleicht mit unserem Einfluss noch machen. Loyalisten, ja, hier haben wir viel. Loyalisten, Migration, aha, interessant. Hier haben wir auch viel Migration. Sehr viel Migration. Lebensstandard, da steht Schweden ganz gut da. Das muss man wirklich sagen. Da steht Schweden richtig gut da. Da steht Russland ziemlich schlecht da und Afrika auch. Aber da steht Schweden sehr gut da, was den Lebensstandard angeht. Das freut mich. Militär sieht man nichts. Bruttoinlandprodukt. Von uns, die Staaten kann man sich so anzeigen lassen. Die Protestbewegung mit dem Ziel, kulturelle Ausgrenzung beschließen, wurde aufgelöst. Sehr schön. Weg damit. Brauchen wir nicht. Dann können wir es wieder wegmachen? Ja. So. Länderliste. Genau, da sehen wir sind auf dem Platz 15. Passiert jetzt wieder vor uns. Wir waren auch schon mal auf Platz 14. Das geht immer so ein bisschen hin und her. Wir brauchen mehr Militär. Wir wollen nämlich eine Mittelmacht werden. Aber dafür brauchen wir erstmal Gold, bevor wir hier mehr Militär haben. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Dreht sich ein bisschen im Kreis. So, chemisches Bleichen freigeschaltet. Durch die Hinzugabe bestimmter Salze, Minerale oder Chemikalien zu einem Rohmaterial kann man das Aussehen der hergestellten Ware massiv verbessern. Knochenporzellan und Papierbleiche in der Papierfabrik. Haben wir Papierfabriken? Ich glaube schon. Und führt zu Gummimastikation. Aber ich glaube, das haben wir nicht erforscht, oder? Ne, das haben wir nicht erforscht. Hier und Miet breitet sich aus. Und schauen wir mal ganz kurz, ob wir... Oh, schaut mal, der Norddeutsche Bund hat sich gebildet. Das ist ja interessant. Kein Preußen mehr. Wie schaut es hier aus? Ich habe jetzt leider verpasst, was hier passiert ist. Naja. So, Papierfabriken, das wollte ich mal kurz nachgucken. Papierfabriken haben wir tatsächlich. Eine ins, oder drei ins Svealand. Da könnten wir die Papierbleiche einführen. Hätten wir mehr Papier, bräuchten aber Färbemittel und das würde dann sehr teuer werden. Und weniger Arbeiter, dafür mehr Ingenieure und Maschinisten. Und hier brauchen wir Schwefel. Schwefel ist billig. Ja, ich lasse das mal so. Solange wir keine Färbemittel haben, lassen wir es mal so. Kleinbürger Führungskräfte aktiv, plus 20% Bürokratie, auch schön. Ja, Bürokratie sind wir gerade so an der Grenze, ne? Weil unsere Bevölkerung, glaube ich, wächst. Ha. Da müssen wir die Bürokratie ausbauen, das hilft nichts. Wir sind jetzt bei 1 Million ungefähr. Kredit. Handfeuerwaffen teurer geworden, na gut. So, wie lange dauert das hier noch? Noch 165 Tage, eieiei. Immer noch das Problem, was echte Republikaner ist, ist, glaube ich, die stärkste Fraktion, genau. Die stärkste Fraktion der Kleinbürger und erst Republikaner. Das heißt, er mag eigentlich die Monarchie nicht. Das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben uns eigentlich die Kleinbürger ausgesucht, weil sie Monarchisten sind. Und jetzt, gerade er hier mag das nicht. Aber er ist schon 34. Vielleicht haben wir Glück. So, Land unterworfen. Kaukasus, das Protektorat von Russland. Aha, aha, aha. Okay. Eisen ist ein bisschen teurer geworden, aber
Schaut mal, das macht kaum Unterschied. Gut, ich denke mal, wir können jetzt vielleicht mal ein bisschen schneller machen, kurzfristig. Da verändern sich ein paar Sachen, aber das ist alles nicht so wichtig. So, wir sind bei 79 von 80 bei Russland, das freut mich. Und hier haben wir 111.000 für den Investitionsfonds. Und wir sind tatsächlich unter einer Million. Das ist doch erfreulich. Lebensmittel sind ein bisschen billiger geworden. Gut, was bauen wir jetzt? Wir brauchen mehr Bürokratie. Also, glaube ich, muss ich leider, ich möchte eigentlich nicht, aber ich muss, glaube ich, leider in diese Richtung investieren. Hier, Regierungsverwaltung, ne? Da brauchen wir Papier und bekommen 20 Urbanisierung. Wir müssen in der Regierungs. Investitionsfonds, das haben wir jetzt selber erforscht. Ja, sehr gut. Jetzt wollte ich aber noch kurz sagen, wir müssen leider auch Regierungsgehälter mehr zahlen. Aber dafür auch mehr Bürokratie und mehr Besteuerungskapazität. Schaue ich gleich, wo ich es baue. So, börsennotiert schaltet sich frei für die ganzen verschiedenen Geschichten. Plus 10% Gelddruck und minus 2% Anleihenzinsen. Sehr schön. Und was erforschen wir als nächstes? In welche Richtung gehen wir? Dynamit hat sich eh schon ein bisschen bei uns durchgesetzt. Das würde Dynamit in den Minen freisetzen. Plus 25% Ressourcenentdeckungschance. Auch nicht schlecht. Oder hier in die Richtung Gesellschaft. Stahlskelettbau. Plus 5 Bausektor mit Maximalstufe. Infrastrukturverbindung durch Bevölkerung und 10 maximale Infrastruktur durch Bevölkerung. 10% mehr Autorität. Auch nicht schlecht. 25 Besteuerungskapazität plus 1 maximale Investition der Institution auch für Inneres. Das haben wir noch gar nicht. Plus 1 Investition der Konstitution Kolonialamt haben wir leider nicht. Menschenrechte. Sozialismus. Ja, sowas brauchen wir nicht. So, gehen wir mal hier rein. Vakuumieren, was bringt denn das? Vakuumieren für Lebensmittelfabriken. Führt zu neu. Ja, und pasteurisieren. Das machen wir mal. Bessere Lebensmittel. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So, wir brauchen jetzt mehr Bürokratie. Wo machen wir das? Bürokratie würde sich auf die Besteuerung auswirken. Dann müssen wir am ersten tatsächlich. Oder hier. Nee, warte mal, hier unten ist Besteuerung. Nee. Das ist tatsächlich schon in Zwerland am ehesten nötig. Dann mache ich das da auch. In Zwerland, Gebäude, eine Regierungsverwaltung mehr. Oh, schaut mal. 6.72.000 in Regierungsgelder insgesamt. Plus 100 Urbanisierung. Wo ist denn die Urbanisierung? Wo steht denn die nochmal? Die steht hier, ne? 1.100 haben wir hier. Da hatten wir 550. Wie viel kriegen wir da nochmal? Wir würden 20 kriegen. Nee, aber 20 ist es insgesamt. Ja, durch 1, genau. Wir würden 20 kriegen. Das heißt, wir hätten dann Urbanisierung. Das stand doch hier auch irgendwo. Stand das nicht auch hier irgendwo? Ich dachte es. Nee. Nö. 555. Hätten wir 575. Das macht jetzt nicht so viel Unterschied. Da haben wir 365 dann. Da können wir es uns nicht leisten, weil da haben wir nicht genug Arbeiter. 350. Dann bauen wir es ins Schoßkrone. In Schonen. Da haben wir noch gar keins, oder? Doch, da haben wir auch schon eins. Bauen wir es da. 300 Bau, Wahnsinn. Okay. Und ich glaube, dafür können wir tatsächlich überhaupt nicht den Investitionsfonds benutzen, glaube ich, befürchte ich. Aber es ist immer noch ein Plus. Obwohl wir bauen, sind wir immer noch ein Plus. Das ist schön. Beziehung verbessern, abgeschlossen, verstanden, wunderbar. Verpflichtung verdienen, oh ja. Norwegen importiert Werkzeuge. Wir wollen eine Verpflichtung verdienen, warum nicht? Verpflichtungen sind ein wichtiger Aspekt der weltweiten Politik. Sie erlauben es uns, Nationen in Kriegszeiten zu Hilfe zu rufen und andere Nationen gegen gewisse Diplomatenaktionen aufzuzwingen. Verdient von folgenden Nationen 0 von 2. Also wir sollen 2 Verpflichtungen verdienen. Ja, das ist aber gar nicht so einfach. Denke ich. Ich meine, wir könnten mal bei Russland gucken. Schuldenübernahme, Verteidigungspakt beenden, Handelsvertrag beenden. Wollen wir nicht finanzieren, beginnen wollen wir auch nicht. Bitten, ein Protektorat zu werden, wollen wir auch nicht.
Also da ist nicht so besonders viel möglich, ehrlich gesagt, im Moment mit Russland. Oh, Dänemark. Frankreich. Ist das auch Frankreich inzwischen? Nein. Hat nur zufällig dieselbe Farbe. Okay. War das nicht vorher gerade grün? Gehört auch zum Commonwealth von England, ne? Offensichtlich, genauso wie Indien. Ist das überhaupt Indien? Nee, das sind lauter einzelne Länder. Ostindien-Kompanie. Portugal, ein großes Stück hier. Ja, ich würde auch ganz gerne kolonisieren. Allein schon, um ein bisschen an die Rohstoffe ranzukommen. Aber ob das was wird, da sind wir fast zu spät dran. Wir haben zu lange geschlafen, weil wir uns auf das Tutorial gestürzt haben. Wir haben ja schon 1855. Alles richtet deaktiviert, aktiviert, deaktiviert. Also es geht hin und her. So, der Investitionsfonds ist tatsächlich nicht angegriffen worden von dieser Baumaßnahme der Regierungsverwaltung. Ich dachte es mir schon fast. Jetzt lassen wir das trotzdem mal durchlaufen und warten, bis wir hier 150 haben. Im Investitionsfonds. Gesetzesfortschritt, sehr gut. Wurde im politischen Kreise mit positivem Ausgang debattiert, was den Beschlusserfolg um 10% erhöht. Jetzt haben wir 29%. Das ist doch wunderbar. Es schaut auch wirklich so aus, als würden wir es hinbekommen mit unserem Gesetz. So, wir können mal bei Italien die Beziehungen verbessern. Warum nicht? Wir haben genug diplomatische Macht, genug Einfluss. Moment, sind wir dabei, die Ostindien-Kompanie ein bisschen zu umgarnen. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? So, wo bauen wir die nächsten Lebensmittelfabriken? Wir haben hier 29.000 Bauern und 6 Arbeitslose. Hier 5.000. 31.000. Also eher am ehesten im Güterland. Da können wir auch noch ein bisschen Landwirtschaft bauen. Die Viehhöfen geht es wieder besser. Dafür aber den Roggenfeldern. Wahrscheinlich, weil jetzt das Tuch teurer ist, weil ich ja baue, ne? Okay, da hat sich was deaktiviert und aktiviert. Ja, ich meine, Eisenmine, ja, könnten wir auch bauen. Kohlemine wäre natürlich auch super wichtig. Haben wir die jetzt hier schon gebaut eigentlich? Ja, wir können insgesamt 8 bauen. Okay. Dann kommt jetzt hier erstmal eine Lebensmittelfabrik hin. Sind wir schon so weit? Sind wir schon bei 150 ja fast, ne? Also Lebensmittelfabrik. Ich baue mal einfach gleich 2. Komm, ich übertreibe es jetzt mal wieder. Lebensmittelfabrik. Ihr braucht Eisen, Getreide und Fisch. Eisen wahrscheinlich für die Dosen und dann werden Lebensmittel produziert. Das ist doch schön. Politiker ist gestorben. Martin Wallenberg. Von wem war denn der? Der war von den Grundbesitzern. Okay. Ich glaube, das ist uns nur recht, oder? Das war doch der. Der ist jetzt gemäßigt und das war, glaube ich, der Republikaner war, oder? Nee, der ist immer noch da. Der ist bei den kleinen Bürgern. Der ist nicht bei den Grundbesitzern, der ist bei den kleinen Bürgern. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. OBS beschwert sich immer wieder, dass ein paar Frames ausfallen, aber ich glaube, ihr selber merkt da keinen wirklichen Unterschied im Stream. So, die sind noch unzufrieden. Bei den anderen haben das relativ gut im Griff inzwischen, ne? Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Revolution beendet worden ist. Weil da hatten wir viele Mali dadurch. So, wem gebührt die Ehre? Die jüngsten Investitionen in Skorne in Sachen Roggenfelder haben die Frage aufgeworfen, wem die Ehre für den Investitionsschub gebührt. Doch die Meinungen dazu sind gespalten. Die richtigen Leute verdienen die Ehre, nämlich die Grundbesitzer. Dann kriegen wir plus 10% Pop-Anziehung für die Grundbesitzer. Den Landwirten gebührt die Ehre, plus 10% Landbewohner. Nee, auf gar keinen Fall. So wie jemand anderen, der in die Ehre gebührt. Minus 1 Zustimmung Grundbesitzer, minus 1 Zustimmung Landbewohner, plus 10% für die Kirche. Ja, dann nehmen wir doch die Grundbesitzer. Das passt schon. Das wissen wir schon. Rivalität, okay. Und Rang verbessern. Ja, das wollen wir auf jeden Fall unbedingt schaffen. Um auf die internationale Bühne mehr Anerkennung zu erhalten, sollten wir unseren Rang erhöhen. Rang Schwedens ist Mittelmacht. Oh ja, das wäre sehr super wichtig. Aber ihr seht schon, Investitionsfonds ist jetzt schon aufgebraucht. Und wir sind im Minus. Wir müssen also jetzt erstmal warten, dass wir die Lebensmittelfabriken fertig haben. Dann warten wir darauf,
minus 10% Prestige. Das ist deaktiviert worden. Das ist sehr schön. Also wir sind auch immer noch beim Rang 15. Wir brauchen mehr als 210 Prestige. Dann wird es gehen. Was ist das hier? Zollunion. Russland möchte, dass wir seiner Zollunion beitreten. Was ist denn eine Zollunion? Ein Diplomatiepakt zwischen einem Seniorpartner und einem oder mehreren Juniorpartnern, durch den sie einen Markt unter Führung des Seniorpartners teilen. Alle Klientellandpakte fungieren auch als Zollunionpakt. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir wollen schon unseren eigenen Markt behalten. Und wir brauchen dringend Konvois. Schaut euch das mal an. Wir könnten so viel Geld verdienen, wenn wir diese Konvois hätten. Vielleicht sollten wir da auch in Zukunft mehr in die Richtung gehen. Also ich möchte jetzt ganz gerne das Militär ausbauen, weil das uns wieder um Prestige bringt. Der Norddeutsche Bund kann sich jetzt an Diplomatiespielen beteiligen, Diplomatie betreiben und Handelsrouten zu Ländern in der Nordsee erstellen. Okay, die haben also die Nordsee als Interesse verkündet. Der Norddeutsche Bund, ja, das war früher mal Preußen. Die möchten wahrscheinlich das Deutsche Reich gründen, schätze ich. Dafür müssen sie noch Hannover schlucken, Bayern schlucken. Das haben sie schon. Württemberg müssen sie auch noch. Württemberg und Karlsruhe. Haben die das vielleicht sogar so teilweise? Schauen wir doch mal. Was haben sie da? Bündnis mit Württemberg. Okay. Bündnis mit Württemberg. Verteilungspakt mit Baden. Die Rivalität zu England, zu Russland und zu Österreich. Wundert mich nicht. Ein Embargo sogar von Österreich. Okay. Handelsvertrag mit den USA mit uns. Zollunion mit Württemberg und mit Baden. Sie finanzieren Montenegro. Interessant. Hohenzollern ist eine Marionette vom Norddeutschen Bund. Und Waldeck ist ein Protektorat. Okay. Eieiei, wir gehen schon wieder schön ins Minus. Das gefällt mir gar nicht, aber gut. Bauen ist halt einfach teuer, ne? Vor allem, weil die Sachen so teuer sind. Ganz kurz mal hier rüber gucken. Hier. Das ist Transport. Ja, die Eisenbahn müssen wir natürlich auch ausbauen. Lebensmittel sind super teuer, das kommt aber bald, wenn wir die beiden Lebensmittelfabriken haben. Rivalität gebrochen. Rivalität kann nicht länger aufrechterhalten werden. Dies basiert auf Beziehungen zwischen Niederländisch-Indien und der ausländischen Kompanie. Ja, interessiert uns jetzt eigentlich nicht. Wenn wir immer noch Rivale von Dänemark sind, der Rest ist mir nicht so. So, Eisen ist eigentlich relativ günstig. Wie schaut es mit Tuch aus? Holz ist relativ günstig. Tuch ist relativ günstig. Und Werkzeuge? Wie schaut es mit Werkzeugen aus? Werkzeuge sind eigentlich auch relativ okay. Das dürfte gar nicht so viel kosten. Hey, das dürfte nicht so viel kosten. Hör mal auf, so viel zu kosten hier. Wir hätten natürlich, wir sind da auch selber schuld, wenn wir gleich zwei Lebensmittelfabriken bauen. Aber gut, so ist es halt. Wir wollen ja vorankommen. Und ich würde jetzt wirklich gerne mal wissen, warum die uns immer noch nicht mögen. Warum die immer noch im Aufruhr sind. Es wird uns nicht wirklich angezeigt, woher dieser Aufruhr kommt, oder? Vielleicht mal auf Bevölkerung gehen. Auch nicht wirklich, ne? Wird das kombiniert? Akzeptiert? Hm. Komisch. Wird hier nicht wirklich kommentiert, warum jetzt die gut situiert. Also irgendwo stand mal, dass sie zu wenig Lebensstandard haben. Das stand mal irgendwo. Appetisierung sind wir sehr gut. Was steht hier? Hier könnte es stehen. Hier steht was, warum sich die Radikalen zumindest verändern. Plus 56.000 durch einen Rückgang des Lebensstandards. Ja. Das kann man gucken. Aber jetzt sind die Lebensmittelfabriken
fertig und die Lebensmittel sind günstiger geworden dadurch. Das ist doch schön. Vielleicht bedeutet das auch, dass der Lebensstandard der Leute hier besser geworden ist und dass sie dann weniger wütend sind. Das wäre doch sehr schön. Leider kann man das nicht wirklich abschätzen. Menschenrechte sind freigeschaltet. Warum die Leute jetzt hier wütend sind, das ist vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig. Oder ich finde es nicht. Das kann natürlich auch sein, dass ich die Stelle nicht finde, wo man das nachschauen kann. Triage freigeschaltet. Erste Hilfe bei Kasernen, Erste Hilfe für Einberufungszentrum, moderne Krankenpflege. Das können wir mal gucken. Die Kasernen. Wo haben wir denn die Kasernen? Kaserne, wo seid ihr? Ach, da unten wahrscheinlich. Hier. Kasernen. 15 Stück haben wir da. Nee. Hier. Wundversorgung haben wir da. Plus 25 Genesungsrate. Wir können umstellen auf Sanitätshilfe. Plus 50% Genesungsrate. Dafür bräuchten wir auch wiederum Opium. Und Opium haben wir nicht. Pan-Nationalismus breitet sich aus und Portalkähne breitet sich aus. Handfeuerwaffen sind inzwischen ziemlich niedrig billig geworden, ne? Interessant. Motoren dafür umso teurer. Die stellen wir auch nicht her. Können wir. Wir müssen Motorenwerke bauen. Ja, wir machen jetzt schon wieder gut Plus, das ist schön. Steuereinkommen. Wenn wir nur ein Gebäude bauen, müssten wir immer noch Plus machen. Das bedeutet für mich jetzt erstmal, wir bauen jetzt, denke ich mal, hier auch mal eine Lebensmittelfabrik. Ne, wir haben hier schon eine. Hier haben wir noch keine, ne? Ich baue jetzt einfach nochmal hier eine Lebensmittelfabrik. In der Hoffnung, dass wir dann immer noch ein Plus sind. Ja, sind wir. Sehr gut. Gesetzesfortschritt nochmal 10%. Da sind wir schon bei 39%. Ja, so langsam wird's. So langsam wird's. Wir sollten das Gesetz bald verabschieden können. Das ist doch fantastisch. So, ich deaktiviere mal die Vorschau hier im OBS, weil ich brauche sie nicht wirklich. Also da sehe ich mich sozusagen selber. Das dürfte die Performance ein bisschen verbessern, weil die Frames gehen immer mal wieder runter. Das liegt aber hier im Spiel. Also ich habe schon gelesen, dass Victoria 3 sehr problematisch da teilweise sein kann. So, Tage der Finsternis. Oh Gott, was denn jetzt passiert? Ein Vulkanausbruch ungeahnten Ausmaßes hat die Lebensgrundlage vieler unserer niederländisch-indischen Brüder und Schwestern in Westjava völlig vernichtet. Gott sei Dank in Westjava. Ich dachte schon bei uns. Die Explosion des Krakatau war noch aus hunderten von Kilometern Entfernung zu hören und alles, was das Pech hatte, in der Nähe der Insel zu sein, wurde augenblicklich ausgelöscht. Und der Tag wurde zur Nacht gemacht. Diese gewaltigen Wasserfälle aus Feuer, die sich in Kaskaden den Berghang hinunter ergossen. Eine schwarze Wolke, ungeheuer riesenhaft und alle Vögel haben dieses Feld längst verlassen. Jahre später werde ich am Kamin sitzen und feststellen, dass sein Licht mich endlich nicht mehr stört. Wir werden mit allem, was wir haben, helfen. Niederländisch-Indien bekommt 30 Beziehungen, aber wir verlieren 1400 Regierungsaufgaben für 2 Jahre. Das können wir uns nicht leisten. Nein. Ja, die Natur ist launisch. Wir verlieren 30 Beziehungen und erhöhen unseren Ruf um Berufenheit 5. Ja, das machen wir aber trotzdem, weil wir können uns das nicht leisten. Journaleintrag. Ausbruch des Krakatau. Wirken sich immer noch auf das Weltklima aus. Oh Gott, wo ist denn dieser Krakatau? Was sehen wir denn hier? Da muss doch auch irgendwo niederländisch Dingsbums sein. Was ist das hier? Nee, das ist Portugal. Das ist Frankreich. Schnappen sich hier alles, gell? Wir sind da voll hinten dran. Aber mein Gott, Schweden ist jetzt auch keine berühmte Kolonialnation gewesen. So ist das. Jetzt müssen wir uns erstmal um das eine Gesetz kümmern. Wir können nicht 2 Gesetze gleichzeitig beschließen. Das geht leider nicht. Noch 250 Tage. So, wir sind wieder im Plus, was die Bürokratie angeht. Das ist wunderbar. Wir können auch bauen, wie ihr seht. Durch den Investitionsfonds haben wir da ein Plus minus Null. Das bedeutet, wir können die Konvois vielleicht mal aufbauen. Das ist doch sehr schön. Das machen wir jetzt, genau. Wir bauen jetzt die Konvois auf und kriegen da doch vielleicht mehr Einnahmen. Ich hoffe, dass es zumindest so ist, dass wir dann mehr Einnahmen bekommen, beziehungsweise zumindest unsere Leute mehr Einnahmen bekommen.
Ja, jetzt sollte es kein Problem mehr mit den Frames geben. Es wird besser aus. Also, unsere Leute wieder mehr Einnahmen bekommen durch die durch verbesserten Handel. So ist zumindest der Plan. Mal schauen, ob der Plan auch aufgeht. Wir bauen ziemlich langsam, muss man sagen. Vielleicht sollten wir auch noch so einen Bausektor bauen. Wir haben 8 insgesamt. Wir haben einen wieder abgerissen hier in Gotland. Da hatten wir noch einen, den haben wir aber wieder abgerissen. So, wir können hier ein bisschen Infrastruktur brauchen. Da geht es, weil wir die Eisenbahn haben. Hier brauchen wir dringend Infrastruktur. Okay, wir brauchen in Gotland entweder eine Eisenbahn oder einen Hafen. Und dann werde ich auch hier den Hafen bauen. Weil der Hafen bringt ja Konvois, ne? Genau. Sehr gut. Und von den Konvois brauchen wir wie viel? Torroute für Hartholz. Okay, von mir aus. Interessiert uns jetzt nur peripher. So, was wollte ich denn hier gucken? Genau, die Handelsrouten, wie viele Konvois wir brauchen. Wir haben 2400 und benötigen 2300. Also eigentlich sollte es doch passen. Versorgungsnetzwerkstärke 100%. Ach so, weil wir könnten theoretisch, ja, wir könnten das ausbauen. Wir bräuchten mehr Konvois, um den Handel auszubauen. Ja, verstehe. Also wir haben genug, aber wir könnten, wenn wir mehr hätten, könnten wir mehr handeln. So ist es. So, wir machen hier gut plus, das freut mich. Das ist schön. So, wie lange dauert denn das noch? Noch 10 Wochen, Wahnsinn. Wie dauert das denn so lange? Haben wir hier keinen Bauhof? Doch, 2. Da haben wir 2, da haben wir auch 2. Da haben wir auch 2 und da haben wir auch 2. Ja. So, hier können wir keine Eisenbahn bauen. Doch, wir können eine bauen. Die braucht Kohle und Motoren. Motorwerke müssen wir bauen. Motorenwerke brauchen wir. Die würde ich ganz gerne in Sverland bauen. Das ist ja unser Hauptgebiet, unser hauptausgebautes Gebiet. Zensur beschließen. Eine neue Protestbewegung wurde gegründet. Zensur beschließen. Ja, das mache ich sehr gerne, aber dafür müssen wir trotzdem erst das erste Gesetz fertig haben, bevor wir das zweite machen können. Zensur, was bringt das nochmal? Kann man ganz kurz gucken. Zensur, im Moment haben wir, glaube ich, Versammlungsfreiheit, ne? Genau, Zensur würde bringen mehr Autorität, aber auch minus 10% Technikverbreitung, aber das können wir vielleicht trotzdem in Kauf nehmen. Minus 40% Unterdrückungsauswirkungen auf die Interessengruppe Anziehung und plus 40% Stärkenauswirkungen. Also mehr Auswirkungen unserer ja, Einflussnahme. Ja, mache ich sehr gerne. Die Streitkräfte möchten das. Aber wie gesagt, zuerst muss man dieses Gesetz hier durchbringen. Brennende Asche, was ist denn hier los? Der durch den Vulkanausbruch verursachte Temperaturabfall hat die Ernte ruiniert. Die Bauern von Gotland bitten um Hilfe. Wir können ihnen ein paar Lebensmittel schicken. 2400 Regierungsausgaben. Humanitäre Hilfskosten nach vulkanischem Winter. Oder es gibt nichts, was wir tun können. Ja, machen wir mal. Wir helfen mal den Leuten in Gotland. Da haben wir eh grüneres Gras. Das heißt, die Bevölkerung steigt. Da haben wir immer noch keine Arbeitslosen. Und auch keine Bauern. Und die stellen hier noch ein, ne? Genau, die stellen hier noch ein, die Viehhöfe. Ja, da muss man noch warten. Das ist noch alles sehr dünn besiedelt hier. Skandal unter den Frommen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Es hat sich herausgestellt, dass Wilhelm Enemark von der Interessengemeinschaft Kirche von Schweden insgesamt eine Affäre mit einem Mitglied des Klerus hatte. Ernsthaft? Man verlangt nach seinem Rücktritt. Allein schon der Umstand, dass diese hinterhältige Kreatur dachte, er käme mit einem solchen Missbrauch seiner Macht davon, zeigt schon, was an der Herrschaft dieser Leute Kirche von Schweden alles falsch ist. Die Menschen müssen von seiner Verderbtheit erfahren. Er bekommt minus 50 Beliebtheit oder wir ignorieren das. Er bekommt minus 25 Beliebtheit. Ich kenne den gar nicht. Was macht er denn? Schauen wir uns mal kurz an. Er ist fromm. Ja. Okay. Und er ist gemäßigt. Naja. Und er ist gestorben. Nein, ist jemand anders gestorben. Okay. Ja, die Menschen müssen davon erfahren. So. Eigentlich ist es mir relativ egal. So, unser Bau ist fertig. Das heißt, wir können den nächsten Bau starten.
Das ist doch schön. Was wollte ich machen? Ich wollte hier einen Hafen bauen, ne? Nee, da nicht. Dort nicht. Dort wollte ich einen Hafen bauen. Genau, 35 von 35. Da müssen wir dringend jetzt einen Hafen bauen. Der bringt dann auch nochmal Infrastruktur und der bringt Konvois. So. Da gehen wir natürlich wieder runter mit unserem Geld, das ist klar, aber es sollte sich auszahlen, weil wir dann mehr Konvois haben. Und mehr Konvois bedeutet, dass wir auch mehr handeln können. So, 38% Chance, 39% Chance, 72 Tage sind es noch. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Wir sind tatsächlich bald im Plus. 330.000 Minus haben wir noch. Schon wieder ein Diplomatiespiel wurde begonnen. Motoren sind billiger geworden, warum auch immer. Wahrscheinlich hat Norwegen sie importiert oder importiert sie gerade. Der Norddeutsche Bund möchte gerne Hamburg erobern. Okay. Und Hamburg ist unser Feind, tatsächlich. Hammer versucht uns bei seinem Diplomatiespiel gegen den Norddeutschen Bund so zu beeinflussen, dass wir auf seiner Seite stehen. Okay. Und wie? Hamburg bietet uns eine Verpflichtung an, wenn wir ihr laufendes Diplomatiespiel gegen den Norddeutschen Bund unterstützen. Ja, da muss man jetzt mal gut überlegen. Der Norddeutsche Bund hat 38 von 231, also 38 sind mobilisiert von 231 und Hamburg hat 1. Tja. Und neigt in Richtung Hamburg gar niemand. Also ich glaube, Hamburg kann einpacken. Wir werden uns dann neutral verhalten, würde ich sagen. Wir können da nicht viel machen. Also ich möchte jetzt auch keinen Krieg mit dem Norddeutschen Bund wegen Hamburg. Das ist mir egal, ob Hamburg dazugehört oder nicht zum Norddeutschen Bund. Natürlich werden wir selbst auch bald eine Grenze haben mit dem Norddeutschen Bund. Das ist ein bisschen das Problem, wenn wir Dänemark okkupiert haben, wenn unser Plan funktioniert. So, hier kommen die Häfen, sehr schön. Nochmal 10% mehr Chance, wir haben jetzt 58% Chance. Also 50% Chance. Das sollte doch jetzt mal passen. Aber vorankommen ist immer noch 0%. Was ist denn da los? Das muss irgendein Fehler, glaube ich, sein. Egal. Wir werden schon bald schaffen. So, wie gesagt, was ist jetzt da passiert? Ich meine, Hamburg ist immer noch unabhängig, oder? Wir sehen es nicht mehr, weil wir neutral sind, sehen wir es nicht mehr angezeigt. Hamburg erobern und Oldenburg erobern möchten sie. Zwei auf einen Streich. Wahnsinn. Nicht schlecht. Tunesien hat kein Interesse mehr an den Balten. Ja, sollen sie auch mal verschwinden. Gut, wie schaut es jetzt mit den Schiffen aus? Ach, schaut mal. Wir haben jetzt inzwischen genug Konvois. Das ist doch schön. Wir haben genug Konvois. Das bedeutet, wir können jetzt in eine andere Richtung gehen. Und jetzt würde ich tatsächlich mal anfangen, unser Militär auszubauen, indem wir mehr Kasernen bauen. Oder wir bauen jetzt erstmal ein Motorenwerk. Und ich glaube, wir bauen erstmal ein Motorenwerk. Erstmal ein Motorenwerk. Und wenn wir das haben, dann können wir noch die Eisenbahn bauen vielleicht. Brauchen wir die sofort? Ja, so langsam schon. Wo ich glaube, da haben wir jetzt gerade einen Hafen gebaut, ne? Wie schaut es denn da aus? 2500 von. Nee, schaut mal, wir brauchen sogar noch mehr Konvois. Wir können noch mal einen Hafen bauen. Ja, aber noch was dazu bauen möchte ich im Moment nicht, weil wir sonst wieder ins Problem kommen, dass wir ins Minus gehen. Und ich möchte nicht gerne ins Minus gehen. Aber mal kurz 5. Luxuskleidung ist schon sehr teuer, ne? Da müssen wir vielleicht auch mal was dagegen machen. Wir brauchen sowieso mal eine Kleiderfabrik. Gucken wir mal ganz kurz hier die Waren an.
Kleidung an sich ist sehr teuer. Färbemittel sind sehr teuer. Wie können wir Färbemittel herstellen? Da brauchen wir ein Kunststoffwerk oder eine Färbemittelplantage. Dynamit freigeschaltet. Sehr schön. Für die ganzen Minen. Da müssen wir uns mal angucken. Können wir da was machen? Können wir da jetzt in den Minen was machen? Die Minen. Die Minen, die Minen, die Minen. Wo sind die Minen? Sind die bei ländlich? Die Einteilung hier städtisch und ländlich finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Nee, da sind sie nicht dabei. Die müssen schon bei städtisch eigentlich sein. Aber die zählen weder noch, glaube ich, ne? Weil es keine Gebäude sind, sondern Produktionsanlagen. Bisschen unübersichtlich. Ressourcen. So, dann können wir hier auf Dynamit umschalten. Bräuchten aber trotzdem weiterhin Sprengstoffe. Wir haben leider keine Sprengstoffe. Wie kriegen wir Sprengstoffe? Chemiefabriken, glaube ich, brauchen wir da, ne? Chemiefabriken. Ich glaube, Chemiefabriken haben wir nicht. Oder haben wir Chemiefabriken? Nee, wir könnten 5 bauen. Wir haben aber keine. Also, beziehungsweise, wir könnten 5 starten, eine bauen. Das heißt, vielleicht, wenn die Motorenfabriken fertig sind, brauchen wir mal eine Chemiefabrik. Damit wir endlich mal Dünger, nee, nicht Dünger, sondern Dynamit haben. Apropos Dünger, verbesserte Dünger breitet sich aus. Ja. Gut, wir haben fast unsere ganzen Schulden zurückbezahlt. Wir haben noch, immer noch 262.000 Schulden. Also noch, die rosigen Zeiten sind noch nicht ganz da, aber es ist schon mal nicht schlecht. So, Eisen ist ein bisschen billiger geworden. Ja, und Klamotten brauchen wir. Kleidung. Kleidung und noch ein paar... immer noch Aufruhr, das gibt es doch gar nicht. Also ich hätte ganz gerne die Möglichkeit, ein bisschen besser zu verstehen, warum dieser Aufruhr da ist. Ich würde es einfach ganz gerne verstehen, damit wir dann was dagegen machen können. Vielleicht finden sie es einfach an sich blöd, da in Norland da oben zu wohnen. Ich weiß es einfach nicht. Ich meine, Arbeitslose haben wir eigentlich so gut wie gar nicht. Schaut das mal an. Die sind eigentlich in Norland alle voll beschäftigt. Sogar so, dass die Lebensmittelfabrik nicht voll besetzt werden kann. So, Motorenwerke sind fast fertig. Und wir sind trotzdem sehr gut im Plus. Das ist schön. Das ist erfreulich. Hier brauchen wir wieder Konvois. Hätte mich doch gewundert, wenn sich das Problem so schnell erledigt hätte. So, sehen wir hier irgendwas? Ein Staat ist im Aufruhr. Aber warum? Sehen wir das hier? Weil es dort Radikale gibt. Und warum gibt es die Radikalen? Vielleicht kommen wir so drauf. Nee. Durch die Entlassung aus Gebäuden, an denen sie Besitzanteile hatten. Durch die Entlassung aus Gebäuden. Diskriminierung. Protestbewegung. Durch einen Rückgang des Lebensstandards. Also durch einen Rückgang des Lebensstandards sind absolut die meisten. Puh. Tja. Ich verstehe es nicht so wirklich. Problem ist, dass wir in Norland jetzt auch nichts Neues bauen können, weil wir da nicht genug Bevölkerung haben, die das besetzen kann. Dann müssen wir hier weiterbauen. Überhaupt geht in Ruhestand, Wilhelm Enemark von der Kirche, okay. Okay, gut. So, Motorenwerke, die laufen schlecht. Warum laufen die so schlecht? Weil die noch nicht genug Beschäftigte haben, glaube ich. Wasserrohrkessel braucht Werkzeug und Kohle. Das können wir uns doch eigentlich schon leisten. Kohle ist halt ein bisschen das Problem. Dafür bräuchten wir mehr Maschinisten und weniger... Ne, aber eigentlich, das passt schon. Wir haben da genug Arbeiter. Börsennotiert geht nicht. Warum? Weil da brauchen wir Elektromotoren. Okay, verstehe.
So, aber da wir ja hier keine Arbeiter mehr haben und da sogar noch welche fehlen, hier und hier, können wir hier vielleicht mal umstellen auf die Dampfmaschine oder die Kondensationspumpe. Braucht mehr Werkzeug und Kohle. Dafür wird die Kohle teurer, da müssen wir mal ein paar Kohlekraftwerke bauen oder beziehungsweise Kohleminen bauen. Machen wir das doch mal. Dann sollten jetzt Arbeiter frei werden. Dafür können wir hier unten noch mal eine Mine bauen. Kohle ist sowieso super wichtig. Also das. Wo sind denn die Kohleminen? Ich sehe sie gerade nicht. Bin ich nicht richtig? Doch, ich bin richtig. Da sind die Kohlen. Dann müsstest du dich jetzt gleich zwei bauen, aber. Nee, lieber erstmal nicht. Oh, schaut mal, das geht dann direkt aus dem Skala, aus der Skala da raus. So, vielleicht schaffen wir es jetzt, die Grundbesitzerwahlen hinzubekommen. Großbritannien hat den norddeutschen Bund zum Rivalen erklärt. Das ist eine interessante Entwicklung. So, industrielle Barrieren. Fabriken in Svealand weigern sich, aschkenasische Angestellte einzustellen, weil diese in Schweden als Bürger zweiter Klasse gelten. Für die Gestaltung der Zukunft werden alle Hände gebraucht. Kleinbürger erhält abnehmende Rassentrennung oder diese Arbeit muss von schwedischen Bürgern ausgeführt werden. Svealand erhält Diskriminierung, minus 5% Fertigungsdurchsatz. Fügt Sveda den Modifikator minus 1 Lebensstandard-Modifikator für Askinesische hinzu. Wer sind denn diese Askinesen? Kultureigenschaft jüdisch und europäische Herkunft. 59% sind jüdisch. Ja, Aschkenisch. Askenasisch. Keine Ahnung. Irgendwelche Menschen, die bei uns leben, offensichtlich. 50% in Schweden, 28% weltweit. Aufruhr. So, die Kleinbürger hätten dann minus 2. Die sind im Moment bei. Wo sind denn die gerade? Die sind bei plus 2. Die sind halt relativ fremdenfeindlich. Ja, ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal bei dieser Linie. Wir brauchen dafür schwedische Bürger. So. Jetzt haben wir wieder sehr viele Radikale, ne? Wo kommen denn die her? Wenn es steht da, dass der Lebensstandard gesunken ist, aber eigentlich ist das doch Quatsch. Die Leute arbeiten doch immer mehr und verdienen doch auch eigentlich besser. Schauen wir uns mal an, ob das jetzt was verbessert haben, dass wir hier Kohleknappheit, ja. Kohleknappheit, das dafür jetzt das Kohlekraftwerk, das sollte schon sich ungefähr ausgehen. Aber es sind nicht wirklich mehr Arbeiter geworden, ne? Jetzt kommen ein paar Arbeitslose dazu. Aber die sollten in der Lebensmittelfabrik dann sofort Arbeit finden, weil die suchen ja noch um die 4000 Angestellte. Ja, so ist es wahrscheinlich auch, dass sie das einfach nach oben schieben. Was hätten wir denn hier für eine bessere, verbesserte Produktion? Dank Dampfhilfsaggregat bräuchten wir Kohle und Motoren und Kettensäge. Was haben wir, glaube ich, noch nicht erforscht? So, jetzt ist es soweit. Wir haben jetzt das Gesetz Grundbesitzerwahlen. Durch den Wechsel von Grundbesitzerwahlen erhalten wir plus 150 Autorität. Das heißt, wir haben zu wenig Autorität. Da müssen wir jetzt nachjustieren. Legitimität und so weiter und so fort. Und es müsste dann bald Wahlen geben. Industriellen sind dagegen. Sie bekommen minus 5. Sie mögen das und die Länder mögen das auch. So. Jetzt können wir Zensur beschließen. Die Kleinbürger finden das gut, die Streitkräfte finden das gut, die Kirche findet es gut, der Grundbesitzer findet es gut, nur die Intellektuellen würden auf minus 4 gehen. Aber ich denke, das passt schon. Und die Gewerkschafter sind dagegen, die würden dann minus 10 bekommen, von 0 auf minus 10. Aber ich glaube, das passt auch. Probieren wir das. Da sind wir schon bei 57,7%. Das mögen wirklich viele Leute, die Zensur. Nur die Intellektuellen und die Gewerkschafter mögen das nicht, aber oh mein Gott. Dann würden wir dann wieder mehr Autorität bekommen, wenn ich das richtig verstehe, ne? Genau, wir würden mehr Autorität bekommen. Die minus 25 Autorität, das ist im Moment 0,2 Interessengruppen Zustimmung bei der Opposition. Minus 0,2. Ja, wir können das dann dem nachjustieren, indem wir hier in die. Wo müssen wir denn da hingehen? In die. Handelslinse nicht, in die Diplomatielinse auch nicht. In welche Linse müssen wir dann nochmal reingehen? Produktionslinse auch nicht, ne? Hier, die Erlasse. Genau, wir haben hier im Moment Rohstoffförderung und wir haben hier Rohstoffförderung. Und was haben wir noch?
Hier haben wir Landwirtschaftsförderung. Dann würde ich die mal rausnehmen. Rechtsklicken. Abbrechen. Genau. Und jetzt haben wir wieder genug. Sehr schön. Neue Partei in unserem Land. Die Landvolkpartei, die Volkspartei und die Radikale Partei. Ach du meine Güte. Die Streitkräfte-Veteranenberatung wurde aktiviert. Minus 10% Technikkosten. Okay. Die Kirche, seid fruchtbar und mehret euch. Intellektuellen sind unzufrieden. Minus 10% Prestige, das wissen wir schon. Adel verpflichtet. Plus 10% Investitionsfonds, das ist schön. Da haben wir die Führungskräfte. Plus 20% Bürokratie. Aha. Schauen wir gerade, wie viel Investitionsfonds wir haben. So viel gar nichts. Und dann haben wir noch die Gewerkschafter. Die ist nach Vorschrift. Die sind wütend. Oh ja. Die sind wütend. Wir sind hier immer noch bei Rang 15. Das hat sich kaum verändert. Bevölkerung 3,4 Millionen. Gucken wir mal, wenn wir dann gleich ein paar Bataillone extra bauen, ob sich das dann verbessert. Beschließt Zensur. Ja, das machen wir doch. Beschwichtigt. Okay, genau, das wollen wir ja. 68% Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist doch sehr schön. Protestbewegung aufgelöst. So, Wahl in 162 Tagen. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie die Parteien ausschauen. Wie schauen denn die aus? Werden die hier nicht angezeigt? Hier bei Regierung werden die angezeigt. Ne? Das ist die Radikale Partei. Die Radikale Partei. Und das ist die Volkspartei. Und das ist die Landvolkpartei. Aber irgendwie wird das nicht richtig angezeigt, oder? Wer da wo dazugehört. Also zumindest sehe ich das nicht. Und die Volkspartei ist nur die Industriellen und die Landvolkpartei sind nur die Kirche von Schweden im Moment. Und die Radikale Partei ist nur die kleinen Bürger. So sehe ich das zumindest. Aber die gehören zur Radikalen Partei. Okay. Verbindung zur Partei Radikal oder Volkspartei. Und hier hätten wir auch Verbindung Radikal oder Volkspartei. Radikal oder Volkspartei. Da die nicht in derselben Spalte sind, schließen sie sich nicht automatisch an. Hat keine Verbindung. Und die hätten eigentlich eine Verbindung zur Volkspartei. Zur Landvolkspartei. Und die hier zur Radikalen Partei. Interessanterweise, ich dachte eher, dass die Landbewohner zur Landvolkspartei gehören wollen. Aber sonst ist es offensichtlich nicht so. Würden wir jetzt die hier rausnehmen und da eigentlich welche anderen reinnehmen, dann würden sich die zusammenschließen. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht vor der Wahl. Wir warten die Wahl ab. Wir warten die Wahl ab. In 161 Tagen, ja. Also das werden wir noch machen und dann werde ich den Stream für heute beenden. Dann war es das erstmal für heute mit unserem Stream. Nach der Wahl. Ja, so machen wir das. Hört sich doch gut an. So, wir sind im Plus. Wir sind tatsächlich im Plus. Wir haben immer noch 33.000 Kredit, aber das ist ja super für nichts. Gut, wenn die Kohlemine fertig ist, dann werde ich Bataillone bauen. Ja, soweit ist es dann schon gekommen. Und ein bisschen aufsteigen. Ich meine, wir können auch mal einen neuen General verpflichten. Warum eigentlich nicht? Und wir haben einen. Ne, wir haben nur einen Admiral, wir haben tatsächlich noch nicht mal einen General, dann sollten wir mal einen General rekrutieren. Wen nehmen wir denn? General Magnus Arvidsson, Brigadegeneral. Fromm, Forscher, beliebter Befehlshaber, standhafter Verteidiger. Oder General Karl Göran Björnstjerner. Beliebtheit gehasst. Arrogant, Vermesser, Ebenenkampfexperte, kriegsneurotisch, Offensivplaner. Ja, dann ist ja klar, wen wir nehmen. Er kann 24 befehligen. Er ist Brigadegeneral Stufe 1. Forscher bedeutet, Expeditionen sind besser. Ja, ich glaube, Expeditionen müssen wir mal gucken. Die sind irgendwo im Journal versteckt. Standhafter Verteidiger und als Herrscher plus 10% Prestige. Ja, Herrscher ist er nicht. Plus 20% Kommandoschwelle. Und er hier, Vermesser. Mehr Offensive und mehr Defensive in der Heimat. Kriegsneurotisch. Minus 10% Charakter, Gesundheit. Ach du meine Güte. Ehrenkampfexperte, Offensivplaner. Wir nehmen mal ihn hier. So. Und jetzt können wir ihm doch. Ja, er hat 24 Soldaten, okay. Und wir haben insgesamt, glaube ich, 30. Das heißt, 24 sind für ihn. Sind sozusagen bei ihm 6 sind in der Reserve, okay. Wir können ihn jetzt, glaube ich, befördern.
Das würde uns Bürokratie kosten, aber nicht viel. Plus 3 politische Stärke für seine Interessengruppen, das wären die Streitkräfte. Okay. Und plus 20 Berufssoldaten, Bataillonskommandoschwelle und 40 Einberufene. Das heißt, wenn wir ihn jetzt befördern. Ja. Dann kann er alle unsere Soldaten befehligen. Das ist doch wunderbar. Alle 30. Sehr schön. Perfekt. Gut. So, was haben wir hier? Clipper, Spirituosen, Tuch und Stahl. Ah, die Interessengruppen verschieben sich. Magnus wurde verlegt. Ja, ja, das ist okay. Wann sind Wahlen? Bald sind Wahlen. Bald ist auch die Kohlemine fertig. In 2 Wochen. Sehr gut. Oh, Schaffe, bei minus 15 Autorität. Woher kommt das? Wahrscheinlich, weil sich irgendwas verschoben hat und wir jetzt nicht mehr diesen Bonus bekommen. Die Frage ist, wie schnell können wir die Zensur bekommen? Ich glaube, ich lasse das jetzt mal laufen, weil wenn wir die Zensur bekommen, dann kriegen wir ja auch Autorität. Und minus 15 ist nicht so viel. Ich glaube, das sollte passen. Derzeit befindet sich nichts im Bau. Wir machen wieder gut Plus. Wir sollten jetzt gleich tatsächlich im Plus sein. Also wirklich im Plus. Und die Handelsroute importiert die Ware Clipper ist unproduktiv. Und dann brechen wir die mal ab. Und dann sollten wir tatsächlich irgendwo mal hier. Pass mal auf. Warenzufuhrknappheit im Gebäude Stahlwerke. Und hier auch Kohle. Uns fehlt Kohle. Uns fehlt Kohle ohne Ende. Das heißt, wir sollten hier tatsächlich dann nochmal eine Kohlemine bauen. Aber es gibt nicht genug Pops mit Qualifikation, um das Gebäude zu besetzen. Ach du meine Güte. Ein Teufelskreis. Können wir vielleicht irgendwo, zum Beispiel in den Waffenfabriken, die Produktion verbessern? Glattrohre. Das ist nur, was wir herstellen, ne? Nicht wie viel wir davon herstellen, ja. Das bringt uns nichts. In den Kohleminen selber können wir da vielleicht was machen. Dampfhilfsaggregat haben wir noch nicht. Wir müssen Dampfhilfsaggregate erfinden. Ganz dringend. Ganz dringend. Die Technik haben wir ja bald. Vakuumierung. Wo sind diese Dampfhilfsaggregate? Da sind die. Die brauchen wir. Okay, die brauchen wir. Und Dynamit, das sind wir ja gerade am Bau. Wir haben doch eine Chemiefabrik gebaut, oder? Wir haben doch eine Chemiefabrik gebaut, hier. Die macht immer noch keinen Gewinn, die Motoren. Warum denn? Das gibt's doch gar nicht. Vorrang Motorproduktion. Ja, Dampfmotoren, das passt doch alles. Komisch. Merkwürdig, dass sie keinen Gewinn machen. Eigentlich sollten die Motoren Gewinn machen. Motoren sind doch eigentlich relativ teuer, ja. Also teuer auch nicht, aber auch nicht besonders günstig. Merkwürdig. So, wo ist die Chemiefabrik, die wir gebaut haben? Ich dachte, wir hätten eine gebaut. War das hier? Nee. Haben wir doch keine gebaut. Die haben wir doch keine gebaut. Dann bauen wir eine. Chemiefabrik. Ja, wir haben keine gebaut, weil sonst hätten wir die vorher schon gehabt. So, die produziert Dünger, aber wir brauchen keinen Dünger. Wir brauchen Explosionsstoffe. Nee, wir brauchen nicht noch mehr Dünger. Dünger ist eh schon zu günstig bei uns. Wir brauchen, nee, dann brauchen wir das doch nicht. Wir brauchen tatsächlich Sprengstoffe. Wo sind die Sprengstoffe? Ich finde hier Sprengstoffe nicht. Motoren sind hier, die sind sogar ein bisschen zu günstig. Der Dünger ist nämlich zu günstig. Wenn wir jetzt noch mehr herstellen, dann das ist ganz schlecht. Das wäre sehr schlecht.
Kohle ist hier oben ganz teuer, ja. Also wir müssen tatsächlich eher nochmal eine Kohlemine bauen. Aber das Problem ist, dass wir hier nicht genug Arbeiter haben. Doch, wir haben eigentlich genug Arbeiter. Komm, wir stellen nochmal eine Kohlemine her. Oder bauen nochmal eine. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal nach Sprengstoff gucken. Goldbedarf, Industriewaren, Luxuswaren. Müssten eigentlich Industriewaren sein. Nö, ist nicht aufzufinden. Sind hier die Sprengstoffe? Dünger? Ja, Dünger ist schön. Hier sind die Sprengstoffe. Und wer stellt jetzt Sprengstoffe her? Pass auf, wir müssen in die Mine. Ich komme irgendwie auf die Sprengstoffe nicht. Aber wir kriegen es, wenn wir auf die Mine gehen. Und dann hier auf Dynamit gehen. Und dann kriegen wir die Sprengstoffe. So. Nein, was hat er jetzt? Das war jetzt. Was ist jetzt los? Sprengstoffe zu den Details. Ach, der hat das irgendwie hier aktiviert. Hier, produziert in Chemiefabriken. Sprengstoffe produziert in Chemiefabriken. Null Verkaufsaufträge, null Kaufaufträge, Chemiefabriken. Chemiefabriken, Warenproduktion, Dünger. Das macht doch gar keinen Sinn. Macht keinen Sinn, aber es steht hier eindeutig da. Also baue ich jetzt einfach mal eine Chemiefabrik. Das müsste doch dann schon passen. Ja, jetzt bauen wir auch schon die Kohlemine und das bleiben wir auch erstmal dabei. Und wenn die fertig ist, dann bauen wir unsere Fabrik. Okay. 100 Tage noch bis zur Wahl. Ich bin sehr gespannt, was bei der Wahl rauskommt. Ein bisschen Gas geben. Kohle billiger, Eisen, Stahl billiger, sehr schön. Klipper billiger. Ne, Klipper ein bisschen teuer, ja, weil wir es nicht mehr importieren. Das passt. Wie lange dauert es hier noch? 180 Tage. Motoren, Handfeuerwaffen, Artillerie. Gut, haben wir irgendwelche Fabriken, die absolut überhaupt nicht laufen? Die Möbelfabrik hier. In Güterland. Doch, die läuft eigentlich ganz gut. Die Motorenwerke, ja. Ein Sorgenkind. Rücklagen 0. Vielleicht sollten wir Motoren exportieren. Dann werden die ein bisschen teurer. Aber wir wollten ja gerade, dass sie nicht so teuer sind. Deswegen habe ich ja extra... Aber minus 12, die sind einfach zu billig. Und Stahl ist wahrscheinlich ein bisschen zu teuer. Ich versuche mal, Motoren zu exportieren. Schwedische Motoren, warum nicht? Nach Britannien können wir sie, nach Österreich. Österreich kostet uns auch Bürokratie, aber das haben wir. Ja, Österreich und Großbritannien. So. Mal schauen, ob das was hilft. Ich hoffe es. Für die Motorenwerke. Dann haben wir die Schiffswerften. Denen geht es auch nicht gut. Oh, oh. Aber es ist, glaube ich, nur eine momentane Geschichte. Gehe ich davon aus. Bei Clipper brauchen wir eigentlich die ganze Zeit. Die Waffenfabriken gehen jetzt auch nicht so gut. Und das war's. Dann bei ländlich. Die Fischerei, okay. Eisenmine. Die Viehhöfe, ja, die mit ihrem Dünger, ne? Die Viehhöfe, vielleicht können wir versuchen, den Dünger... Oder wir können ein paar mehr Roggenfelder bauen. Das könnten wir eigentlich auch machen. Ja, vielleicht ein paar mehr Roggenfelder bauen. Ups. Ach, die Wahl ist da. Die Wahl ist da, schauen wir uns gleich zusammen an. Die Eisenminen sind auch nicht so produktiv in Güterland. Handkurbelkran, um Gottes Willen. Eisenbahntransport. So, jetzt die Wahl. Wo sind die Wahlergebnisse? Hallo, warum sind die jetzt wieder weg? Da oben sind sie. Ausbau des Krakatau beendet. Sehr schön. Ich wollte die Wahlergebnisse sehen. Wo sind die Wahlergebnisse?
Hier. Nächste Wahl, 26. August 1862, also 4 Jahre. Und politisch inaktive Bevölkerung 2,42 Millionen. Das sind ganz schön viele. Hauptsächlich die Arbeiter sind nicht aktiv. Wahlergebnis: Die Volkspartei hat 180.000 Stimmen bekommen, die Landvolkspartei 170.000 und die Radikale Partei 123.000, 26%. Die Landvolkspartei sind die Grundbesitzer. Die haben 35% bekommen. Das heißt, oh, schaut mal, die sind bei 2,4% jetzt nur noch. Und 35% für die Kleinbürger. War das vorher schon so? Das ist die radikale Partei, die hat hier am wenigsten Stimmen bekommen. Wir können die reformieren, die Regierung, aber ich finde, mit 61% Legitimität stehen wir eigentlich ganz gut da. Würde ich sagen, oder? Ich glaube, wir sollten da jetzt erstmal nichts machen. Und das sind alles Radikale, die würden alle zu der Partei dazugehören, aber hätten wahrscheinlich noch mehr Legitimität. Aber ich traue mich jetzt erstmal nicht, da was zu verändern. Wir sollten das vielleicht doch erstmal so lassen. Ich hoffe, dass das hier bald mal in Kraft tritt, die Zensur, damit wir hier wieder ins Plus kommen. 180 Tage haben wir jetzt Möglichkeit, eine freie Regierungsumbildung zu machen. Brauchen wir aber eigentlich, wie gesagt, nicht. Aber wisst ihr was, anstatt die Motoren zu exportieren, hätten wir eigentlich besser, ich baue noch mal eine Kohlemine, hätten wir eigentlich besser eine Eisenbahn bauen sollen, denke ich. Die braucht ja auch hier zum Beispiel in Götaland. Brauchen wir ein bisschen Infrastruktur. Ja. Oder hier in Skorne. Da brauchen wir dringend auch eine Infrastruktur. Okay, ich baue in Skorne tatsächlich, sobald die Kohlemine fertig ist. Eine neue Protestbewegung möchte gerne Versammlungsfreiheit bewahren. Die haben sogar eine Radikalität von 30. Nicht ohne. Und Embargo. Österreich hat den Norddeutschen Bund mit einem Embargo belegt. Portalkräne würde freigeschaltet. Plus 1 Hafen maximal spielen. Okay. Okay. Gut, hier wollte ich eine Eisenbahn bauen. In Skorne bauen wir eine Eisenbahn, sobald die Kohlemine hier fertig ist. Und da haben wir noch 60 Tage. Ich mache mir ein bisschen schneller. So, Steuersetzung wurde wieder aktiviert, aber Geld haben wir eh genug. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Norddeutsche Bund hat eine Importroute für Clipper ja, ins Leben gerufen. Motoren sind ein bisschen billiger geworden. Obwohl wir sie exportieren. Komisch. Gut, wie lange braucht die Kohlemine noch? Wahrscheinlich noch länger, oder? 4 Wochen? 3 Wochen? 3 Wochen? Kleidung ist auch sehr teuer. Ja, da müssen wir uns auch mal ein bisschen drum kümmern. Dann werde ich wahrscheinlich dann hier in Svealand mal eine Kleidungsfabrik bauen oder in Götaland. Aber jetzt kommt erstmal die Eisenbahn. Geht hier die Eisenbahn? Doch, hier geht sie. Ja, wir könnten auch noch einen Hafen bauen. Das wäre vielleicht auch nicht, das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. So, das Gesetz Zensur wurde eingeführt. Jetzt haben wir 100 Autorität mehr. Weniger Technikverbreitung, das wissen wir ja schon. Die Interessengruppe der Intellektuellen findet es blöd und die Gewerkschaft findet es auch blöd, aber der Rest findet es eigentlich ganz gut. Vor allem die Grundbesitzer und die Kleinbürger, auf die wir unsere Macht stützen und auch ein bisschen die Kirche. Ja, plus 10% Autorität durch den Pan-Nationalismus, okay. Steuersetzung deaktiviert bei den Industriellen, das freut mich auch. Gut. Wir könnten auch einen Hafen bauen statt einer Eisenbahn. Da bräuchten wir halt Clipper. Wir kämen aber mehr Konvois. Ich glaube, das ist der bessere Weg, weil wir ja die Konvois auch brauchen. Ich baue mal einen Hafen. Bringt uns auch Urbanisierung ein bisschen was, ja.
So, und vielleicht können wir jetzt sogar ein bisschen ins Minus gehen, weil jetzt sind wir so weit im Plus, dass ich jetzt hier zusätzlich einfach nochmal eine Kaserne baue oder gleich zwei kommen. Ich brauche nur 3 Wochen, die Kaserne. Hey, die Kasernen sind super schnell. Das ist ja toll. Wir gehen aber auch dick ins Minus, aber wir können es uns leisten im Moment. Wir haben auch sogar Reserven. Und die Kasernen sollten schnell fertig sein. Kameras breitet sich aus, okay. Kriegsgewinner. Pazifisten unter der Führung von Jonas Bengtsen protestieren gegen die Waffenproduktion in Skorne. Stoppt die Gewehrproduktion, bis sich die Lage beruhigt hat. Skorne erhält Waffenproduktion verboten, minus 100% Handfeuer. Oh Gottes Willen. Reduziert die Gewehrproduktion als Kompromiss, minus 50%, Landbewohner erhalten minus 1 und wir werden uns nicht für unsere gute Handwerkskunst schämen. Ja, sehe ich auch so. Minus 3 Interessengruppen Zustimmung. Die Landbewohner finden das blöd, aber die interessieren mich nicht. So. Wie groß sind denn die Landbewohner inzwischen? Wo sind die denn hier? Landbewohner 7,8%. Ja, das interessiert uns eigentlich nicht so wirklich. Wir können ein neues Gesetz erzeugen. Das sollten wir vielleicht mal ganz kurz angucken. Was wollen wir denn da machen? Am besten jemand was die Kleinbürger gut finden. Kommen wir da irgendwie in die Kleinbürger rein? Hier, ne? Die finden aber jetzt nichts wirklich gut, was wir gut finden, glaube ich. Eine gewählte Verwaltung, doch, das wollten wir machen. Das wollten wir machen. Die Würde. Gewählte Verwaltung, genau, pass mal auf. Im Moment haben wir die eingesetzte Verwaltung, das unterstützt die Intellektuellen. Die gewählte Verwaltung unterstützt die Kleinbürger. Wir haben hier mehr Besteuerungskapazität, dafür haben wir hier minus 15% Bürokratie, Institutionskostenmultiplikator. Und da versuchen wir das nochmal, die gewählte Verwaltung hier zu etablieren. So, hier wird die Kaserne gebaut. Schutzanleihen, minus 20% Anleihenzinssatz. Das ist deaktiviert worden und Sozialkritik wurde aktiviert. Revolution aufhalten, abgeschlossen, sehr schön. Eine Revolution braut sich zusammen. Vollkommen 62%, am 31. Oktober 1589. 33% Billigung, 16%, ja, das wissen wir schon, genau. So, wo ist jetzt die Revolution? Hier. Plus 77 hätten sie maximal. Okay, das interessiert uns eigentlich nicht. Das sollen sie ruhig mal machen. Sollen sich da ruhig mal aufregen. Gut, wir können jetzt hier unten wieder unsere Politik einschalten und einen Erlass, nämlich Fertigungsförderung könnten wir auch machen. Landwirtschaftsförderung hatten wir gemacht, ne? Mach aber jetzt mal Rohstoffförderung, weil es die Minen verbessert. Wir hier unsere Kohleminen haben. Haben wir jetzt inzwischen genug Kohle? Ich glaube, inzwischen haben wir genug Kohle, ne? Ja. Jetzt haben wir nicht mehr das Problem. Die Kohle ist genug. Es ist auch relativ günstig. Das freut mich. Gut. Kurzer Blick. Gibt es hier Probleme? Die Lebensmittelfabriken haben ein bisschen Probleme. Weil das Eisen zu teuer ist. Wahrscheinlich, ja. Die Lebensmittel sind relativ günstig. Okay, was brauchen denn die noch? Die brauchen Roggen, ne? Wir wollten ein bisschen mehr Getreide anbauen. Dann würde der Getreidepreis sinken, das ist sicherlich nicht verkehrt. So, und dann ja, immer noch hier unsere Motorenwerke. Dafür wollten wir die Eisenbahn bauen, theoretisch. Ja. Jetzt haben wir hier Fischerei. Eisenminen sind teilweise total produktiv und total unproduktiv. Was ist denn hier los? In Norland sind sie total produktiv. Die produktivste Gebäude vom Typ Eisenmine in der Welt. Und hier sind die nicht so produktiv. Was ist denn los? Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich, weil die hier Vollbeschäftigung haben und die anderen nicht, oder? Nee, die haben beide Vollbeschäftigung. Komisch. Achso, weil ich die umgestellt habe, ne? Die hatte ich umgestellt auf. Nee. Hier, glaube ich. Auf Kondensationsmotorpumpe hatte ich die, glaube ich, umgestellt. Ich schau mal ganz kurz. Ja. Genau, so ist es. Deswegen sind die so effektiv. Brauchen wir dafür aber Kohle. Na gut, aber das passt schon.
Dafür sollten wir in Norland jetzt eigentlich Arbeiter frei bekommen haben. Ja, zumindest so ein bisschen. Die können dann hier in der Lebensmittelfabrik arbeiten. Die stellen ein. Ja, wir brauchen mehr Roggen. Wo können wir uns das... Wo können wir das erlauben? In Götaland bauen wir gerade nichts, glaube ich. Ich hau jetzt einfach hier nochmal so ein Roggenfeld raus. Komm. Die produzieren doch mit Dünger. Nee, machen sie nicht. Also schon, aber nicht der ursprüngliche Dünger. Okay. Da bräuchten wir noch mehr Dünger, würden aber... Ich dachte noch zusätzliches Getreide, ja, genau. Bräuchten weniger Kleriker. Okay. So, wir bauen jetzt hier einfach nochmal ein Roggenfeld in Güterland. Das passt schon. Jetzt bauen wir ziemlich viel gleichzeitig. Aber die Kaserne ist fast schon wieder fertig. Aber die bringt uns nicht so viele Punkte, wie ich erhofft hatte. Schaut mal, Bayern hat uns überholt. Bayern hat uns tatsächlich mit dem Prestige überholt. Bayern ist inzwischen ein Klientelland von Österreich. Das ist auch interessant. Beziehungen verbessern abgebrochen, weil wir schon auf Top sind. Ja. Macht Sinn. Gut, wen können wir noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren? Wie schaut es mit Frankreich aus? Einvernehmlich und schutzbedürftig. Können wir denen vielleicht... Ne, mit denen sind wir schon auf Top-Verbesserung. Wie schaut es mit Portugal aus? Vielleicht können wir mal Portugal... Portugal... Das geht nicht, weil... Wir sind keine Nachbarn und haben auch kein Interesse in derselben Strategieregion. Deswegen, okay. Vakuumieren ist freigeschaltet worden. Das ist fantastisch. Dann nehmen wir jetzt die Dampfhilfsaggregate, so wie geplant. Genau, um dann die Minen zu verbessern. Sehr schön. Ja, Russland, den Norddeutschen Bund könnten wir vielleicht ein bisschen... das haben wir auch schon gemacht. Okay. Bayern? Bayern haben wir noch nicht, oder? Dann machen wir Bayern. Versuchen Bayern ein bisschen positiv zu stimmen. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Gut, die... unsere Goldreserven schrumpfen zusammen, aber ich denke, das ist okay. Roggenfelder und Hafen wird hier gebaut. Wir haben 33% Chance für die gewählte Verwaltung. Das schaut auch ganz gut aus. Okay. Ja, ich möchte mehr Prestige. Die Frage ist, wie kriege ich mehr Prestige? Im Moment haben wir 144. Wie setzt sich das zusammen? 15 durch den Landesrang Königreich, 32 durch das Bruttoinlandsprodukt, 8 durch das Bruttoinlandsprodukt von Klientelländern, 41 durch Armeemachtproduktion, also das, da könnten wir dran schrauben, 22 durch Marine, 9 durch Armeemachtproduktion von Klientelländern, 5 durch die Marine der Klientelländer, minus 10% wegen der Sozialkritik, genau, plus 10% wegen der Herrschereigenschaft beliebter Befehlshaber, 5% durch Romantik, 5% durch Realismus, 10% durch organisierter Sport und minus 10% durch niedrige Regierungsgehälter. Okay, also die niedrigen Regierungsgehälter müssten wir aufheben. Das könnten wir uns aber, glaube ich, inzwischen leisten, wenn wir unser Bauvorhaben ein bisschen, ja, verringern. Skorne braucht Marktzugriff, aber da bauen wir ja gerade den Hafen, das sollte sich dann ausgleichen. Also niedrige Marktzugriff ist, weil wir zu wenig Infrastruktur haben. Aber durch den Hafen bekommen wir, glaube ich, 15 Infrastruktur. Das sollte passen. Kein Fisch mehr für Frankreich. Wir sind im Jahr 1859. Das ist schon gar nicht so wenig. Und wir wollten Kolonien bauen. Schon dieses Gesetz muss ich demnächst auch mal in Kraft treten lassen. So, jetzt sind wir wieder im Plus. Jetzt sind wir wieder dicke im Plus. Ich habe immer noch gute Goldreserven, deswegen werde ich jetzt mal hier einfach zu gucken, wie weit sich das dann hier ausbreitet. Hier mal auf 20 gehen. So, 20 von 100. Und Marinebasis, ich meine, können wir eigentlich auch ein bisschen steigern. Obwohl, ich glaube, Kasernen sind erst mal wichtiger. Ich baue es jetzt einfach mal. So, dann sind wir sofort wieder bei minus 17. Weil der Investitionsfonds da auch nicht mit reinzählt in den
in den Bau. Aber der Bau geht schnell und das ist das Gute. Noch eine Woche, dann bauen wir vielleicht gleich sogar noch eine Kaserne. Dann sind wir da nämlich symmetrischer. Ja, passt. Gut, wie hat sich jetzt unser Rang verändert? 42 doch Armeeprojektion. Also wir müssen, glaube ich, damit bei der Armee wirklich ganz nach oben gehen, um da machtprojektionstechnisch weiter mitzukämpfen. Das ist die Frage, ob dann nicht eher besser ist, das Bruttoinlandsprodukt zu steigern. Ja, also das hat sich jetzt kaum verändert, die Armeemachtprojektion hat sich fast nicht verändert. Vielleicht liegt es auch daran, dass es nicht reicht, die einfach nur zu bauen, sondern man muss da vielleicht noch was mit denen machen. Ich weiß nicht. Der hat jetzt 33 hier. Ich glaube, wir hatten vorher 30, jetzt haben wir 33. Die müssen sich vielleicht auch erstmal etablieren. Kann das sein? Müssen die erstmal, ja, die müssen auch erstmal Leute einstellen. 18 Bataillone. Stellt 18 Bataillone bereit. 18 Bataillone haben wir woanders auch noch. Hier haben wir auch noch Kasernen. Das wären 10 Bataillone, okay. Verstehe schon. Also muss man wirklich kräftig aufrüsten, damit es was bringt. Und dann müssen wir, jetzt haben wir 16.000 plus, dann müssen wir tatsächlich hier bei Regierung das wieder ändern, damit wir nicht mehr dieses minus 10% Prestige haben. Ne? Das würde bedeuten, sie würden es von plus 17 auf 15,69 ändern, würden die Kosten von plus 6,79 auf 45 erhöhen. Also wir würden 6 verlieren, aber ich glaube, das passt. Das machen wir jetzt einfach mal, dann haben wir wieder mehr Prestige. Sind Rang 15, ich glaube wieder vor Bayern. Ne? Wir sind wieder vor Bayern, haben jetzt 160 Prestige. Und bräuchten 223 für eine Mittelmacht. Ja, ja, ja. Importroute für Artillerie von Hannover. Okay. Puh, ja, wir machen gut Plus. Das passt. Abzweig wurde aus dem schon nahe entfernt. Was ist denn Abzweigen gewesen? Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir das hatten. Gut, wir haben, ich denke mal, wir haben unser Land jetzt doch gut weitergebracht. Wir haben 1859, vielleicht spiele ich noch bis 1860 und dann werde ich für heute aufhören. Wir können, machen wir gerade, ja, wenn wir die gewählte Verwaltung geschafft haben, dann können wir uns vielleicht mal um Kolonien kümmern. Das wäre doch schön. Gesetzeshüter könnten wir vielleicht auch mal eine Stufe nach oben setzen. Die Frage. Da bekämen wir weniger Abzüge durch Aufruhr und das lohnt sich vielleicht schon. Problem ist, da brauchen wir, glaube ich, Bürokratie. Es wird uns jetzt leider hier nicht angezeigt, wie viel Bürokratie genau wir da brauchen, aber wir haben genug Bürokratie. Also vielleicht kann ich mal hier auf Stufe 2 gehen. Ich denke mal, das ist nicht schlecht. Nochmal abbrechen. Minus 203. Das wäre ja kaum mehr Bürokratie, wenn das wirklich so stimmt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass die wahrscheinlich nach und nach nach oben navigieren. Schauen wir nochmal rein. Minus 204. Eine Woche laufen lassen. Minus 205. Minus 206. Ja, also es wird pro Woche eins höher. Das ist 50 höher. Das können wir uns aber leisten. Diplomatiespiel beginnt. Jetzt habe ich leider verpasst. Wo? Wo ist das Diplomatiespiel? Die Radikalen. In Oldenburg haben wir Radikale. Das interessiert uns nicht. Da sind wir neutral. Gut, Loyalisten haben wir auch gut welche. Das ist schön. Motoren ist unproduktiv. Dann kommen die wieder weg. Motoren sind teurer geworden. Das ist schön für die Motorenwerke. Nicht so gut für die Eisenbahn. Aber gut. Immer noch gut im Plus. Was können wir denn jetzt bauen? Das ist die Frage. Wir haben auch 38.000 im Investitionsfonds.
Will ich tatsächlich mehr Militär bauen? Ja, warum nicht? Wir wollen ja perspektivisch auch Dänemark erobern. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal weiter Militär bauen. Ich mache jetzt einfach mal hier 10 mehr. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Im Moment haben wir minus 24.000, aber schauen wir mal. Die Revolution sinkt, das ist erfreulich. Hier wird in 38 Tagen den Beschluss. Es ist, glaube ich, auch gesunken, oder war das nicht noch mal mehr? Mehr als 32.000? Mehr als 32%? Ich dachte schon. Tuch teurer, Werkzeuge teurer, weil wir jetzt bauen. Das liegt daran, dass wir bauen. Luxuskleidung. Kleidung müssen wir gucken. Kleidung müssen wir gucken, aber da haben wir ja unseren Investitionsfonds. Da werden wir mal bald mal nach Kleidung gucken müssen. Und auch hier die Möglichkeit, das ein bisschen übersichtlicher zu machen. Ja, so. Kleidung. Tuchfabriken, glaube ich, die stellen Kleidung her, ne? Genau. Da haben wir im Moment drei. Und die sind auch ganz gut dabei. Die sind recht produktiv. Können wir da vielleicht. Wir können die Nähmaschine einführen. Das würde mehr Kleidung bringen. Sie bräuchten dafür aber dann auch Werkzeug. Sie bräuchten mehr Tuch. Und sie bräuchten mehr Färbemittel. Das Färbemittel ist das Problem. Wo kriegen wir Färbemittel her? Das Färbemittel ist das Problem. Das kriegen wir von Kunststoffwerken. Kunststoffwerke. Oder Färbemittelplantage. Ich glaube, Färbemittelplantage können wir nicht bauen, weil wir keine Färbemittel im Land haben. Machen wir kurz Pause. Und Anilin haben wir, glaube ich, auch nicht erforscht, deswegen können wir keine Kunststoffwerke bauen. Das ist ein bisschen das Problem. Oder täusche ich mich da? Anilin, Anilin, Anilin. Ich dachte, das hätten wir schon. Ne, hier ist Anilin. Okay. Müssen wir erst Gummi erforschen. Ja, das dauert also noch, bis wir da in diese Richtung weitermachen können. Eisen ist teuer. Und wir haben immer noch Norland im Aufruhr. Das gibt's doch nicht. Merkwürdig, ich würde Norland gerne helfen. Können wir da mit der Politiklinse irgendwas machen? Brutales Durchgreifen. Plus 2% Sterblichkeit durch Aufruhr, minus 50 Staatsabzüge durch Aufruhr. Ja, das ist jetzt eher nicht so, wie ich mir das vorstelle. Bildungszugang, Assimilierung, Bekehrung, Dienstleistungsdurchsatz, gutes Land, Einberufungsdurchsatz. Ja, es wäre schon brutales Durchgreifen, aber einen wütenden Mob zu bändigen, das möchte ich jetzt irgendwie auch nicht machen. Mit meinen lieben Bürgern. Aber der Aufruhr ist runtergegangen, schaut mal, nur noch 25%. Das ist definitiv runtergegangen. Das ist definitiv runtergegangen. Auf jeden Fall. Okay. Gut, was wollte ich machen? Genau, ich wollte bis 860 spielen. Beliebter Dramatiker spricht sich für Reform aus. Inmitten der Debatte über ein neues Gesetz hat einer der führenden Dramatiker des Landes, der eng mit der Interessengruppe Kleinbürger verbunden ist, ein nahezu durchgängiges, gefeiertes Stück zur Aufführung gebracht. Das politisch aufgeladene Inhalt macht kein Geheimnis daraus, dass sein Verfasser sich wünscht, das Gesetz möge verabschiedet werden. Dieses Gesetz wird jetzt in aller Munde sein, plus 10% Erlassungschance. Oder das rückt bestimmte Leute aber in ein sehr gutes Licht, plus 10% Interessengruppenpop für die Kleinbürger, oder sorgen wir dafür, dass das Stück ein breiteres internationales Publikum bekommt. Wir bekommen dauerhaft plus 20 Prestige. Das nehme ich. Das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen ja mehr Prestige. Wir haben Prestige 192 jetzt inzwischen. Das ist ja fantastisch gewesen. Hier, plus 20 durch berühmten Dramatiker. Fantastisch, okay. Damit sind wir jetzt auf Platz 14 wieder. Wir haben Brasilien wieder abgehängt. Und zwar ziemlich heftig abgehängt. Und wir sind jetzt zum Beispiel auch bei Armee bei 49. Waren wir bei Armee nicht vorher irgendwie bei 25 oder sowas? Also das hat sich doch stark geändert. Ja, das hat was gebracht. Wir bauen hier immer noch weiter unsere Armee aus. Wir verlieren zwar Geld,
aber das lohnt sich. Wir haben jetzt inzwischen auch wieder einen Kredit aufgenommen. Das lohnt sich, denke ich doch. Die Revolution geht wieder zurück. Sehr schön. So, das ist doch wunderbar. Was ist denn hier? Verletzung der Souveränität. Der Norddeutsche Bund hat ein Ultimatum an Hannover geschickt. Darauf verlangt es einen Beitritt zu seinem Krieg. Norddeutscher Bund gegen den Hamburg. Doch der Empfänger hat sich geweigert und stattdessen Oldenburg angeschlossen. Was sollen wir tun? Wir müssen Hannover helfen. Das sind nicht unsere Angelegenheiten. Ja, das sind unsere Angelegenheiten. Ach, okay. Der Norddeutsche Bund wird sowieso das alles hier schlucken. Da können wir machen, was wir wollen. Erika Reutersgüld ist gestorben. Die war eh gehasst. Oh Gott, das war die arme Frau. Von wo war die? Von den Intellektuellen. Ja, die mag ich auch nicht. Das Duell. Dietrich Lagerberg hat Adolf Kaspersson zu einem Duell bis zum Tod herausgefordert. Sollen sie kämpfen? Könnte einer von den wir sollten das aufhalten oder wir sollten Duelle ganz verbieten. Grundbesitzer finden das blöd, ja. Sollten wir also nicht machen. Der ist radikal und der ist gemäßigt von den Grundbesitzern. Sollen sie doch kämpfen. So. Lagerberg ist gestorben. Der Radikale. Sehr gut, der Radikale ist gestorben. Wunderbar. Staatliche Bauinfizienz minus 15% wurde deaktiviert von den Gewerkschaften. Ich glaube, weil sie einfach nicht mehr radikal sind jetzt, oder? Kann das sein? Die Gewerkschafter sind jetzt Pazifisten geworden. Okay, super. Der hier ist immer noch Republikaner von den kleinen Bürgern. Merkwürdig, aber so ist das. Importroute für Fisch von Großbritannien. Und 28., 29., 30., 31. und 1.1. 1.1.1860. Und dann hören wir jetzt für heute mal auf. Eisen ist billiger geworden, Handfeuerwaffen, Artillerie, Tuch und Fleisch ist billiger geworden. So, wir sind fertig mit dem Bauen. Wie schaut es mit unserem Prestige aus? Wir sind beim Prestige bei 192 plus 51 durch Armee. Also das bringt doch viel, wenn man die Armee ausbaut. Wo sind wir denn gerade, was die Armee angeht? Wir sind gerade bei 39 Bataillonen insgesamt. Ups. Ja, ich wollte eigentlich zur Armee hier. Wir haben einfach 39 Bataillone jetzt. 24 in Zwerland, 10 in Götterland und 5 in Skåne. 24 in Zwerland. Ich schau mal ganz kurz nach. Da haben wir, glaube ich, dann wahrscheinlich auch 24 Kasernen, oder? Ne, 31 Kasernen. Also 31 Kasernen bringen 24 Bataillone. Aber ich glaube, das liegt daran, dass sie noch nicht voll aktiv sind, weil sie suchen noch Arbeiter. Ja, sie haben im Moment 24.000 Beschäftigte und brauchen noch 31. Das heißt, wenn die sich noch auffüllen, dann bekommen wir noch mehr Bataillone. Okay, das hört sich doch gut an. Wunderbar, so kriegen wir unseren Rang der Mittelmacht und können dann Dänemark angreifen. Das hört sich doch wunderbar an. Wir sind wieder beim Plus angekommen. Wir müssen jetzt erstmal den Kredit zurückzahlen. Dann können wir vielleicht auch mit dem Investitionsfonds das eine oder andere ausbauen. Was wir genau ausbauen, müssen wir gucken. Glücklicherweise haben wir, obwohl wir das Militär ausgebaut haben, trotzdem keine sehr großen Geldprobleme bekommen. Das ist gut. So, dann gehe ich jetzt mal in den Quatschmodus.